Pilzfreunde, und hier in diesem Wald ist es wirklich richtig nett. Hier gibt es weniger die großen Mykorrhiza-Pilze. Wir sehen hier so einiges an Ritterlingen, wir sehen hier so einiges an Röhrenpilzen. Das beginnt, aber das ist der Wald der Baumpilze und deswegen komme ich gern. Nun, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, wir werden heute den Korb mal nicht voll machen, sondern wir werden nur so viel sammeln, wie wir für eine kleine Mahlzeit brauchen. Ganz einfach aus einem Grund. Ich kann nicht nur Pilze essen, so schön Pilze auch sind, aber ich beschäftige mich gern damit und ich zeige sie euch gern. So, und aus diesem Grund ist heute mal der Korb nicht voll, aber der Wald ist voll, nämlich mit Pilzen. Und die schauen wir uns jetzt an. Die ersten Pilze des heutigen Tages sind wunderschöne Schmetterlingstrameten. Die hier, naja, man könnte fast denken, es ist eine braun gezonte Tramete, aber man sieht ein bisschen weiter dann doch die bläulichen Töne. Und wenn man sie dann durchreißt, sieht man auch den typischen schwarzen Strich, weil der hat eben zwei Flächen. Ein Drama. Und hier, ja, da sieht man die jüngere Variante. Das ist sehr schön. Und wir sind heute hier in einem, wir sehen ihn, älteren, sehr wenig genutzten Fichten. Na, Fichten gibt es weniger, ab und zu eine Lärche und eine Fichte. Hauptsächlich ein Eichen-Buchenwald mit Rotbuchen. Nun schauen wir, was der Tag bringt. Buchenspeitäubling ist da einer. Papa. Richtig. Und da hast du die Buchenspeitäublinge gefunden. Also die Täublinge kommen jetzt auch und die Mykorrhiza-Pilze im Wald. Und wir haben hier einen gekostet. Es gibt auch so einige rote Täublinge. Also ein Zinnobertäubling ist es nicht. Der hätte einen ganz anderen Habitus. Der wäre deutlich dicker, kräftiger und wir würden auch andere Farben sehen. Also der ist wirklich, wie der Name sagt, zum Abgewöhnen ein Buchenspeitäubling. Und da ist natürlich nicht nur einer da und das sind rote Farbtupfer im Wald, die trotzdem richtig Spaß machen. Und schaut euch das an, Leute, die kommen hier in diesem alten und nicht groß genutzten Buchenwald. Und wenn ich meine, die kommen, dann kommen sie. Und was will ich euch damit eigentlich wirklich sagen? Wenn die Täublinge rauskommen, dann kommt eine nächste wirklich tolle Speisepilzart. Und schauen wir, was der Wald noch so tut. Und Freunde, was soll ich euch sagen? Ich muss euch auch mal was anderes zeigen. Und zwar, das ist ein Steinpilz, der ist zu alt. Und hier ist ein Pilzsammler wahrscheinlich ein ziemliches Malheur passiert. Nämlich an dieser Stelle, einer meiner Lieblingsstellen. Und da wächst etwas, was hier geschändet wurde oder gegessen wurde. Und da hat es jemand rumgedreht im Wald liegen lassen, weil es ihm wahrscheinlich zu wurmig war. Und das sieht man auch hier. Und wenn man das jetzt rumdreht, dann seht ihr auch, warum ich mich gerade nicht so freue. Denn guckt die Farben an, nicht? Das ist natürlich ein sehr seltener, in Deutschland ein geschützter Pilz. Ihr seht diese wunderschönen, pinkartigen, roten Farben. Wenn der größer wäre, würde man sehen, der hat einen richtig neongelben Stiel. Der ist so alt hier, dass er noch gut ausspornen kann. Das hier ist nämlich ein Königsröhrling, ein seltener und ein geschützter Pilz. Also hier haben Leute entweder Pilze gesammelt, die sie für Steinpilze hielten, auch wenn es aus derselben Verwandtschaft der Dickfußröhrlinge stammt. Aber das ist nun wirklich etwas, das macht man nicht. Und das ärgert mich auch ein Stück weit. Nichtsdestotrotz, der Kamerad hier, der kann noch der Vermehrung der Art dienen. Und ja, den tun wir ein bisschen höher hier platzieren, dass er über einen weiteren Radius aussporen kann. Also Freunde, lasst mir die geschützten Pilze in Ruhe. Aber Pilzfreunde, nach Momenten, wo man sich manchmal fragt, was soll das, kommen auch die Momente, wo man sagt, das ist super. Und das ist natürlich eine Stelle, die suche ich hier extra auf, um das mal nachzuschauen und euch zu zeigen. Ein wunderschöner Königsröhrling. Ich versuche den hier drunter zu filmen, ich mache den natürlich nicht raus. Wir sehen, dass der hier in einem Alter ist, wo er wunderschön aussporen kann. Wir haben schon bei den anderen gesehen, die sind ohnehin extrem madig. Und das ist natürlich ein geschützter Kamerad. Und da ist noch einer und schaut euch diese pinken, einfach wunderschönen Farben an. Das muss man einfach genießen, wenn man dazu die Chance hat. Das ist wirklich toll, das freut mich. Und ja, die wachsen hier regelmäßig, ich besuche die Stelle öfters. Ihr seht, die Täublinge kommen auch.
Und ihr seht in diesem Wald suchen. Und Pilzfreunde, ich hoffe, euch gefallen unsere kleinen Videos und auch die kleinen Anleitungen, ja, zum drüber nachdenken, sich mit den Pilzen zu befassen und ja, vielleicht das ein oder andere dazu zu lernen. Wie immer möchte ich sagen, ihr könnt unsere Pilzporträts anschauen. Ich gebe mir Mühe, auch die Giftpilz darzustellen, denn wir alle fühlen uns wohl besser, wenn wir die zumindest kennen, die man nicht sammeln sollte. Was den Rest angeht, wie auch überhaupt im Generellen, bevor ihr Pilze esst und verzehrt, bitte sucht eure Pilzkontrolleure auf hier in der Schweiz oder eben auch in Deutschland, die Pilzsachverständigen eurer Wahl in der Nähe. Die gibt es überall, auch hier. Auf der Seite ist es mir auch nochmal wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, unsere Videos sind keine wirklichen Verzehrsfreigaben. Wir zeigen, was der Wald zu bieten hat und wir möchten euch anregen, euch mit diesem wunderschönen Hobby weiter zu befassen. Und vielleicht, wenn euch das gefällt und wenn ihr Spaß habt an Pilztouren und Pilze zu entdecken, mit uns, mit unseren Augen sozusagen mitzukommen, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Denn natürlich ist das hier alles kostenlos für euch und wir machen das einfach nur, weil wir Spaß daran haben. Aber die Seele braucht auch hier und da mal ein kleines Pflaster. Dafür würden wir euch danken. Und jetzt suchen wir weiter. Nun, und dass die Bemühungen der letzten Jahre hier ein bisschen Erfolge zeigen, freut mich, wenn auch manche Leute es nicht verstehen. Und hier haben wir einen wieder rausgerissenen Königsröhrling. Da hat jemand das wieder wahrscheinlich für einen Steinpilz gehalten. Und hier sehen wir auch Leute, die einfach Pilze ernten, die überständig sind. Und das möchte ich auch nochmal sagen, lasst die mir einfach in Ruhe. Schaut euch an, so ein Pilz hier brauche ich nicht rumdrehen, das macht keinen Sinn. Der federt überhaupt nicht mehr aus, der ist sowieso nichts zum Essen. Und wenn er hier schon abgerissen ist, schaut euch das an. Also das bleibt im Wald und soll aussporen. Davon abgesehen, es ist eine geschützte Pilzart, die sich hier, und das ist ja mal die gute Nachricht neben den anderen Nachrichten, toll verbreitet. Schaut, da ist wieder ein Königsröhrling. Und da ist ein kleiner Verschimmelter, auch ein total zerfressener. Aber auch wenn die hier jetzt vielleicht nicht schön sind, es sind tolle Pilze und darüber freue ich mich. Und hier jetzt vielleicht ein Farbtupfer mitten auf dem Weg. Und ja, ich koste das jetzt nicht. Ne? Also man merkt schon vom Habitus, wenn man den anfasst, der ist oben so weich und ein bisschen, ja, gar nicht so fest. Unten die Stiele sind auch nicht so richtig massiv. Aber ihr seht eine wunderschöne Gruppe von Buchenspeithäuplingen. Wie der Name sagt, das muss man nicht essen. Aber guckt euch das an. Manche Pilze sind auch einfach nur schön. Also Freunde, das ist eigentlich eine Stelle, die ich besuche, weil es hier richtig viele Pfifferlinge gibt. Aber ihr seht, es ist das Jahr der Röhrlinge. Ich denke, das steht außer Frage. Auch wunderschöne andere Pilze. Ich kommentiere das nicht. Ich habe hier weitere bestimmt 10 Pilze gefunden, die irgendwelche Leute aus dem Boden reißen. Wahrscheinlich, weil sie entweder ja, die Natur nicht schätzen. Also das hier ist natürlich wieder ein Königsröhrling. Ein wunderschöner, streng geschützter Pilz, der warme Gegenden mag. Hier in Süddeutschland wird er immer häufiger und in manchen Stellen tritt er auch flächig durchaus nicht selten auf. Ich habe hier bestimmt 20 Exemplare gesehen in dieser doch wunderschönen Größe. Den werde ich wieder zum Aussporen platzieren, selbstverständlich. Und ja, vielleicht finde ich noch einen schönen kleinen, den ich euch zeigen kann. Also eine tolle Stelle. So, Pilzfreunde, und natürlich, jetzt habe ich immer auf den Boden geschaut. Jetzt bin ich aufgestanden und stand direkt vor diesen Kameraden. Und das ist doch auch was Schönes. Und das schauen wir uns jetzt doch mal ein bisschen näher an. Wir sehen diesen büschlichen Aufbau. Wir sehen, die Stiele laufen richtig herab. Da sind keine Grübchen, die laufen einfach nach unten. Wir sehen Stiele. Wir sehen, die sind ein bisschen älter. Sie sind noch nicht gelb, so ein bisschen braun von der Varietät. Sie sitzen auf einer Buche. Und ja, wir sehen so gelbliche Töne. Wir riechen mal an diesen Kameraden. Ja, und sie riechen unverwechselbar stark nach Anis. Und das ist natürlich klar, das ist dann der Lungenseitling. Die rillstieligen Seitlinge, die es auch noch gibt, die hätten jetzt hier so einen roten Schimmer auf den Lamellen. Das sehen wir nicht. Oder die Knäulinge, die aber weniger so aufrecht wachsen, sondern eher als Saprophyten. Während das hier, das ist schon, naja, ein noch lebender Baum. Diese Sommeraustern-Seitlinge auch oder Seitlinge, die sind so ein bisschen beides, nicht? Parasitär genauso auch wie Pilze, die auf den verfaulten oder auf den alten Baumstämmen zu finden sind. Vielleicht ein Wort zu den Austern-Seitlingen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das wisst. Es sind für mich interessante Pilze, weil sie Pilze sind mit einer gewissen Heilwirkung. Also es sind Vitalpilze, das ist klar. Es wurden zum Beispiel in den Seitlingen die entsprechenden Wirkstoffe, die Statine, nicht, isoliert, die heute zum Beispiel im Lovastatin vermarktet werden. Also die lipidsenkenden Stoffe, also fettsenkende Eigenschaften haben im Blut. Also die LDL-Spiegel treiben und die HDL-Spiegel senken. Und
wenn wir uns das hier Ganze anschauen. Wunderschöne Pilze. Für mich sind die zu alt. Man könnte die durchaus noch essen, aber ein Tupfer im Wald. Und ein anderes Wort zu den Saitlingen, das sind fleischfressende Pilze. Denn das ist interessant. Die haben Hyphen, also die haben Pilzfäden, die wie so Schlingen ausgebildet sind. Und die Nematoden, die gerne vergesellschaftet an Pilzen sind, ja, fangen. Ja, wie so ein Fanglasso strickt sie das aus. Und die nehmen sich auch noch eine Fleischmahlzeit mit dazu. Also eine typische Geschichte für all diese Pilze. Wunderschön. Und jetzt nähern wir uns einem Wald, den ich sehr mag. Das ist ein Wald, wo wir alte Rotbuchen sehen, die, naja, im Schnitt mindestens 100, 120 Jahre alt sind, der seit langer Jahren hier mindestens einige, zwei Generationen höchstens partiell bewirtschaftet wird. Also wo das Pilzmyzel richtig gut in Schuss ist. Hier finden wir viele Pfifferlinge, aber auch alle möglichen anderen Täublinge. Und ich möchte eigentlich sehen, ob die ersten Täublinge schon da sind. Und das ist natürlich ein Speisepilz. Ja, das ist vielleicht auch der Speisepilz, den nach den Röhrlings sozusagen Sammlern, wenn man sich dort Expertise angelesen hat. Der nächste ist gut auf der Liste, wo man was lernen kann. Aber auch ein Speisepilz ist, der gut schmeckt und einer meiner Lieblingspilze. Jetzt schauen wir da mal nach. Pilzfreunde, ihr hört es vielleicht, es beginnt jetzt zu regnen. Aber noch sind wir gut geschützt durch dieses wunderschöne Blätterdach. Das ist jetzt ein Wald, wo ich weiß, dass es viele Täublinge gibt. Und ja, nach den Regenfällen ist es natürlich auch hier der Fall. Und die Großen lassen wir wie immer in Ruhe, die Kleinen, die gucken wir uns an. Und das ist, jetzt ist mir einer doch durchgebrochen, aber da sieht man schon, was ich vermutet habe, ein Täubling, der oft sehr, sehr von Würmern befallen ist. Also die brauchen wir dann nicht rausmachen. Aber ihr seht, hier ist einer, da ist einer. Ja, und das sind natürlich Täublinge, wo sich die Huthaut gut ablösen lässt. Also das ist was aus der Richtung der Ledertäublinge. Und ich habe mir hier einen schon mal ausgemacht. Und da kann man sehen, wir haben es hier mit einem gelblichen Lamellen zu tun. Wir haben hier so rot, ja, sich überlaufende Scheiden am Anfang. Wir haben hier ganz bisschen weiter stehende Lamellen, die dann auch, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, hier so rot sich auslaufend darstellen. Wir sehen typisch hier den rötlichen Stiel, auch mit so ein bisschen Ring, eine Art Burggraben, also ein Graben, wo die Lamellen ansetzen. Und einen Stiel, der relativ dick und hier in so einem alten Exemplar hohl und faserig ist. Nun, das ist natürlich wahrscheinlich der rotstielige Ledertäubling, der hier relativ häufig vorkommt. Und ein essbarer Pilz. Der ist auch mild, ich habe ihn schon gekostet. Und hier diese alten Exemplare, das ist sowieso nichts für die Pfanne, denn die werden dann so hohl und faserig. Das schmeckt ohnehin nicht. Wir bleiben bei den jungen und bei den knackigen Exemplaren und lassen die alten im Wald. Sowas hier, das kann man sammeln. Schaut euch das an. Das ist perfekt. Alles andere, das alt ist, soll stehen bleiben. Und hier, da sehen wir sie wieder. Ihr könnt vielleicht mal unser Giftpilz-Video anschauen, wo wir versuchen, euch Pilze näher zu bringen, die man nicht sammeln sollte. Hier, das ist der Riesenrötling. Ein schöner, richtig stattlicher Pilz, richtig keulig, ja, knollenartig, unten verdickt. Hier kann man das toll sehen. Der ist jung. Wenn man ein bisschen schaut, sieht man auch hier das gelbliche Orkerne in den Lamellen und ja, den Hut. Die größeren hier schon etwas aufgeschirmt, aber die sind noch klein, die können viel größer werden. Das ist natürlich ein potenziell tödlich giftiger Pilz, der Vinylglycin enthält und der kann massive gastrointestinale Störungen hervorrufen und auch Kreislaufprobleme und so weiter. Aber dazu vielleicht in dem Giftvideo oder in dem Giftpilzvideo im Porträt, wenn es euch interessiert, schaut es euch doch vielleicht mal an in unserem Kanal Pilze im Porträt. Also, der Kamerad muss im Wald bleiben und der tritt richtig in großen Hexenringen auf im Moment, richtig in Massen und den kann man eben schon für einen anderen Pilz halten. Nochmal meine Warnung, Finger weg von Pilz-Apps. Ich habe das selber probiert, nachdem ich Leute gefunden habe, die gesammelt haben, die Pilz-Apps identifizieren, die entweder im großen Stadium als Mönchkopf, was falsch ist, oder eben als Maipilz, was auch natürlich der klassische Verwechslungspartner wäre. Der Maipilz ist essbar, die hier nicht. Also Kopf einschalten, Handy ausschalten. Pilzfreunde, und hier können wir sehen, es gibt in dem Wald Sommersteinpilze. Ich habe hier noch nie so richtig wirklich viele gefunden. Das ist ein Wald, der ganz viele verschiedene Pilzarten birgt, insbesondere die Pfifferlinge. Da ist aber noch nichts zu sehen. Nun, das macht eigentlich auch gar nichts, denn wir werden noch mal den Wald wechseln. Hier sind eingestreut die einzigen Fichten auf der Tour und werden noch mal schauen, ob wir die schwarzhütigen Steinpilze zeigen können und vielleicht noch ein paar Sommersteinpilze für uns zum Essen.
denn meine Frau hat heute eine Steinpilzpizza geplant und Steinpilze bestellt. Mal sehen, ob wir diesen Wunsch erfüllen können. So, und was wir hier auch sehen können, es gibt auch hier die ersten Gehölze aus der Gattung Amanita, also die Knollenblätterpilze. Und das hier, wir sehen das schon, hat eine wunderschöne Knolle, also hat hier keine Ringelsöckchen, ist hier im Boden drin, man kann das hier sehr gut freilegen. Wir sehen die rötlichen Töne, wir sehen die Hüllreste auf dem Hut. Unten drunter sind wahrscheinlich die Lamellen noch nicht frei, also die Teilhülle ist noch geschlossen. Und daher sehen wir auch keine geriefte Manschette. Das ist ein junger Perlpilz. Auf die Kameraden bin ich heute aber auch nicht aus. Aber toll, dass ich die euch zeigen kann. Natürlich ein guter und essbarer Speisepilz. So, und während es hier regnet und wir uns eigentlich ein bisschen unterstellen im Wald, habe ich noch was entdeckt. Und das habe ich wirklich ein bisschen auch gesucht, um euch mal richtig was Schönes zu zeigen. Das ist ein natürlich fantastischer Speisepilz. Der bleibt aber im Wald. Und warum, habe ich vorhin erklärt. Das ist natürlich ein Königsröhrling. Und wir sehen, der ist jung und knackig, der ist richtig gut, den könnte man essen. Der hat wie so, naja, Puckel auf dem Hut, eine so richtig rosane, ja, meine Tochter sagt pinken Hut, ich nenne noch Pinkpilz. Und hier sehen wir diese neongelben, genetzten Stiele. Und der ist schon ein bisschen älter, man sieht das hier am Futter, was schon ins Olive übergeht. Das ist natürlich ein geschützter Dickröhrling und der soll hier bleiben und mir noch ganz viele machen. Und ja, hier im Wald, er ist nicht wirklich selten, aber in Deutschland eine gefährdete Art, die nicht gesammelt werden darf. Aber schaut euch das an. Also schön ist er. Und hier nochmal eine Stelle vom Riesenrötling. Hier könnt ihr sehen, wie man die im Wald finden kann. Und die sind im ersten Moment auffällig und schon attraktiv. Der hier ist jetzt ganz gut aufgeschirmt und man sieht die gefaltete, teils geteilte Hutoberseite, hier die Unterseite, die hier nur so cremeweiß, eher so ein bisschen nur rötlich ist. Und ja, wir sehen auch so ein bisschen die silbrigen oder leicht silbrigen radialen Fasern im Hut. Der ist natürlich giftig und muss im Wald bleiben. Prägt euch den vielleicht ein. Und ja, die treten hier wirklich in Mengen dieses Jahr auf. Ein wunderschöner Pilz, aber der bleibt hier und darf natürlich aussporen. Sehr schön. Schauen wir mal, wenn wir uns hier umschauen, da seht ihr, es sind immer mehr da. Und die können wirklich in großen, runden Hexenringen wachsen. Das kommt noch etwas später im Jahr. Der wieder etwas jünger, sieht man am Hut, nicht? Richtiger, schöner Hügel da oben drauf. Ich lasse die jetzt hier stehen. Das ist natürlich nichts, was man essen kann. Das ist ein giftiger Pilz. Aber zum Zeigen einfach doch schön. Richtig schöne Exemplare. Und hier ist noch einer. Der ganze Wald steht voll. Das ist wirklich nicht selten hier. So, und ihr seht, ich habe jetzt meinen Schirm wieder aufgemacht. Das heißt, der Regen wird dann doch stärker. Wir gehen zum Auto zurück, ihr hört das vielleicht auch oben so ein bisschen trommeln, und fahren nochmal in den Wald, wo wir wissen, dass wir die Steinpilze natürlich finden. Interessant zu sehen ist, dass der Wald jetzt hier mit Mykorrhiza-Pilzen erwacht. Wir haben diverse Täublingsarten gesehen, also das geht jetzt los. Für die Semmelstoppelpilze und auch für die Pfifferlinge ist es scheinbar zu früh oder möglicherweise bleiben sie dies Jahr auch wirklich aus oder kommen nur in geringen Mengen. Die gibt es hier sonst sehr, sehr viel. Nichtsdestotrotz, Freunde, wenn euch unser Video gefällt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. In eigener Sache, das ist unsere Motivation. Wir wollen euch einfach die Natur zeigen, die Pilze im Wald und was es momentan zu finden gibt, bevor ihr selber oder wenn ihr selber auf die Suche geht. Vielleicht ist es auch für den ein oder anderen Pilzfreund eine Freude, der vielleicht im Moment, aus welchen Gründen auch immer, den Wald leider nicht besuchen darf. Also wir nehmen euch gerne hier mit und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt und ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Wir versuchen, möglichst die aktuelle Fundsituation gut abzubilden. Also aber jetzt schauen wir uns mal an. Wir brauchen Steinpilze. So Pilzfreunde, wir sind jetzt in einer anderen Fundstelle, in einem anderen Wald angekommen. Und kaum gehe ich aus dem Boden, aus dem Auto und setze mich auf den Boden, sieht man etwas Wunderschönes. Ihr seht wunderbar, wie die Zersetzer hier, man sieht sogar, hier das sind aber Wurzeln, keine Hyphen. Und hier sieht man unten drunter das Pilzmyzel sehr schön am Ansatz, diesen alten Buchenast sozusagen zersetzen. Und da gibt es noch eine Menge mehr. Und die Pilze sind sehr, sehr häufig hier im Wald. Auf den ersten Blick, ja, von oben könnte man sie für Stockschwämmchen halten, aber sie haben doch eher, wenn man das mal näher anschaut, andere Hutfarben, sind nicht so schön kugelig geschlossen. Und jetzt gucken wir unten drunter und ihr seht schon die grau-grünen, fast neonartigen Farben. Es ist hier momentan regnerisch. Ihr seht,
Ich habe meinen Regenschirm offen und deswegen habe ich auch ein bisschen Probleme beim Filmen. Also, das ist natürlich hier der grünblättrige Schwefelkopf und das ist ein Magen-Darm-giftiger Pilz, der zu Erbrechen, zu Magen-Darm-Schmerzen führen würde und der natürlich kein Speisepilz ist. Der Verwandter, den graublättrigen Schwefelkopf, konnte ich dieses Jahr noch nicht finden. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Pilzfreunde und natürlich die Steinpilze gern, wo es warm ist. Ein bisschen am Wegesrand und da sieht man, ja, hier im Gras sind sie schon da gewesen. Und die alten Kameraden hier, die bleiben natürlich im Wald. Und da gibt es durchaus noch richtige Wummer. Und die sind sogar noch ganz schön fest, aber man sieht hier sehr schön nicht, die Federn nicht mehr aus. Die lassen wir selbstverständlich in Ruhe und auch den da hinten und schauen uns nach den Knackigen um. Aber wir sind richtig. So, und hier angekommen an der Steinpilzstelle, da werden wir natürlich schon am Wegesrand überrascht von einem riesigen, wunderschönen, schwarzhütigen, kein Sommersteinpilz, Steinpilz. Eine geschützte Art, die hier stehen bleibt. Aber ihr seht auch hier wieder die Hexenröhrlinge. Und die Kameraden haben einen heftig roten Hut hier. Da gucken wir mal an der Seite drunter, ob man das sehen kann. Ja, das ist hier ein flockenstieliger Hexenröhrling. Der bleibt hier. Aber guckt mal da hinten, da ist noch einer. Und das geht hier so weiter, da ist wieder einer. Diese Fundstelle, die hat es in sich. Aber auch die dürfen heute hier bleiben. Heute suchen wir ja Steinpilze. Pilzfreunde, und einer von euch hat mir geschrieben, dass er sich genauso wie ich auch über so etwas freut. Das sind natürlich wieder dunkelhütige Steinpilze oder schwarzhütige Steinpilze. Und der ist riesig. Schaut euch das an. Also, sowas bleibt natürlich stehen. Und der spurt hier aus und sorgt für die nächsten Generationen und deren Verbreitung hier im Wald. Für mich sind auch solche Pilze einfach schön. Und hier ein weiteres schönes Zeichen dafür, dass die Zeit der großen Röhrlinge und hier, ja, man sieht es, diese Methusalems, der netzstieligen Hexenröhrlinge, die hier weiter ausspüren dürfen. Schaut euch diesen Riesenburschen an. Ja, dass die Zeit jetzt sozusagen langsam vorbeigeht und die Zeit der ganzen Lamellenpilze, Täublinge beginnt. Das freut mich, denn die mag ich am liebsten. Aber die Kameraden hier sind so schön, einfach nochmal zu zeigen. Nur nochmal zum Zeigen. Hier ist das sozusagen vorbei mit den Sommersteinpilzen. Ein Riesenapparat umgefallen, der dort aussporen darf. Und wenn ihr die sucht, schaut ruhig hier in diesen, ja, Buchenwäldern nach, wo ein bisschen Unterholz da ist, wo die geschützt wachsen können. Ich gehe da jetzt nicht mehr überall hin, aber wir schauen mal da hinten, nicht? Da wächst noch ein Riesenapparat, der ebenfalls aussporen darf. Also wir haben sie gefunden, aber die Zeit der Jungen und Knackigen, und wenn ich schon sowas sage, also das ist schon fast, ich weiß auch nicht, das muss so sein, dann findet man einen wunderschönen, knackigen, jungen Sommersteinpilz. Also Freunde, das ist ja schon was für die Pizza. Das sieht nicht schlecht aus. Da gibt es keinen Grund zur Klage. Und meine Frau ist auch glücklich. Das geht doch. Und ihr seht, ich bin ein bisschen nass geworden. Das ist gar nicht schlimm beim Krabbeln und beim Kriechen durch das Unterholz. Nun, was kann ich euch sagen? Wir haben interessante Pilze gefunden und ich habe mir in der Tat 2-3 Arten mitgenommen, um sie bestimmen zu können. Nun, da ist auch was dabei, was ich so noch nicht gesehen habe. Hier, lasst euch mal überraschen, denn das ist scheinbar ein Erstfund hier und auch ein Erstfund, der mir bekannt ist in der südbadischen Gegend. Nun, warten wir es ab. Wir müssen das Ganze wirklich mal in Ruhe mikroskopieren und bestimmen. Nichtsdestotrotz, der Tourtag war, naja, erfolgreich. Ich habe, was ich brauche. Ich habe mehr als genug Speisepilze und ich nehme wirklich nicht mehr alle mit. Ich brauche keinen Korb voll Pilze. Das ist Quatsch. Ich brauche so viel, wie wir essen können. Und 3-4 große Pilze, wie zum Beispiel auch Hexenröhrlinge, jung und knackig, 2 Steinpilze und die fleischroten Lacktrichterlinge. Das ist eine schöne Mischung, die auch super aussieht mit den flockenstieligen Hexenröhrlingen und den netzstieligen Hexenröhrlingen auf einer Pizza. Das wird eine interessante Mischung, das sind ebenfalls feste Pilze. Ich denke, damit kann ich auch zu Hause wieder auftauchen und ich habe was wirklich Interessantes gefunden. Aber vielleicht mache ich euch dazu ein Video. Ich habe es hier im Wald stehen lassen, aber mir genauer angeschaut. Ich bin wirklich ein bisschen begeistert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch von euch und über ein Abo unseres Kanals Unglaubliche Pilze. Weiterhin haben wir
wir viele spannende Playlists für euch vorbereitet. Schaut euch das einfach an. Bis bald!